Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Wir sind wieder unterwegs mit dem Quad. Und wir machen uns auf die Jagd nach den Motorradfahrers, ob sie grüßen oder nicht grüßen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir nicht schauen können, ob die... Oh, oh. Alter, was hat mich denn da erwischt? Oh. Aua! Jetzt weiß ich, warum ich Schulterprotektoren brauche. Ey, wir haben irgendeinen Insektenöl abgeschossen. Oh, ja. Wir machen uns jetzt auf die Jagd nach Motorradfahrern. Und gucken mal, ob die grüßen oder nicht grüßen. Ui. Was liegt denn da nicht? Ein Flugzeug. Das kriegt halt jeder mit, ne? Wenn du hier durch die Straße fährst, das kriegt jeder mit. Na, grüßen sie? Oh Mann, warum grüßen die denn nicht? Was habe ich denen denn getan? Motorradfahrer grüßen einfach nicht. Ich habe die noch nicht getan. Was ist denn los? Die gucken mich immer an. Ach ja. So ist es, ne? So ist es. Du bist halt einfach der Lone Ranger hier auf der Straße. Es sei denn, du triffst mal ein anderes Quad. Ansonsten mag dich keiner. Du bist zu langsam. Du bist nicht. Du hast keine zwei Räder, du hast vier. Du bist einfach ein Exot. Keiner mag dich. Also für das nächste Mal, wenn ich dir welche sehe, dann hau ich richtig den Arm raus. Mal gucken. Mal gucken. Da kommt wieder einer. Da kommt wieder einer. Komm schon. Der ist alleine. Wenn sie alleine sind und nicht im Rudel, dann trauen sie sich mehr. Jo, hat gegrüßt. Habt ihr das gesehen? Yes. Er hat gegrüßt. Ich sag's euch, wenn die alleine sind, Motorradfahrer alleine, trauen sich schon nicht. Dann grüßen die. Zu zweit sind sie cool, zu dritt sind sie cool. Und dann sagen sie sich, nee, den grüßen wir nicht. Wenn mein Kumpel denn hinter mir sieht, dass ich den hier grüßt habe, dann verliere ich ja mein Gesicht in der Crew, Junge. Aber hast du gesehen? Der grüßt. Ich hab's gesagt. Ihr habt gesagt, ich wusste es genau. Das ist so ein richtiges Rudelverhalten. In der Gruppe sind sie stark. Wir können auch mal rechts rausfahren. Vielleicht sehen wir da auch ein paar. Ich überlege halt gerade, wo schöne Waldstrecken sind. Da könnte man welche treffen. Wir könnten noch mal hinten links rausfahren. Wir fahren da hinten rechts raus. Puh. Wir probieren mal. Vielleicht finden wir ja irgendwie einen. Ein paar haben wir ja schon im Sack. Ein paar haben wir schon. Da stehen noch welche. Ja, sie haben gegrüßt. Das war geil. Sie haben gegrüßt. Der Hammer. Ja. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Jetzt kommt's. Hat nicht gegrüßt. Was ist denn da los? Komm schon. Ja, das war ja wohl der Hammer. Wir haben noch nie so viele Motorradfahrer auf einem Mal gegrüßt. Ey, das war ja wohl sowas von geil. Oh. Sehr schön.
Das soll mal noch einer sagen. Ne? Und ich meke hier immer rum, dass Motorradfahrer nicht grüßen. Vielleicht sind die einfach zu sehr beschäftigt, wenn sie am Lenker sind. Da haben wir gerade bestimmt 5, 6 Leute, wenn nicht noch mehr, gerade die Hand hochgeschmissen. Während der Fahrt fand ich geil. Die denken sich jetzt auch, oh, was ist denn das für ein Kloppi? Grüßt er zweimal und freut sich auch noch. Aber das werden die sich merken. Das werden die sich merken und die werden sich sagen, Alter, der Typ, der hat sich richtig gefreut, dass wir den hier grüßt haben. Wir grüßen jetzt öfter Quadfahrer. Die werden sich das merken, ich sag euch das. Das war ja sowas von geil. Schön. Da fährt der Berliner runter. Aus drin. Der wollte was von mir, oder? Was war denn mit? Was passiert denn jetzt? Wieso ist denn der stehen geblieben? Wahrscheinlich, weil ich hier rumfuchtel. Die Leute wissen ja nicht, was ich hier tue. Ne? Die sehen die Kamera, die sehen mich hier rumfuchteln. Was macht der da? Ich wette mit euch, ach, jetzt fährt er da runter. Okay. Nicht, dass ich hier jemanden verärgere, ne? Muss ich hier noch fliehen? Auf der Flucht? Mit Berliner kannst du sowas nicht machen. Die fahren dir hinterher, ziehen dich von der Karre runter. Drive by. Die Tür neben dir auf, dann springt einer raus. Müsste hier geentert. Ja, ja. Ich komme aus der Großstadt. Ich kenne das. Habe ich auch früher öfter gemacht. Immer meine Bruder mitgefahren, Tür auf und dann raufgesprungen auf dem Motorräder. Nein, natürlich nicht. Himmels Willen. Nicht, dass mir das nur einer glaubt. Ich glaube, ich muss mich einfach gerade wieder daran erinnern, wie ich hier auf dem Quad rumgehüpft bin, weil da ein paar Motorradfahrer mich gegrüßt haben. Wenn die mich öfter sehen. Jungs, wenn ihr das Video seht, beste Grüße. Das war schön, das hat mir gefallen. Ach, und jetzt benutze ich hier schön die Sozius-Rasten, ja, wo ich mich oben schön draufstellen kann mit der Bene. Dann kann ich die schön nach oben machen. Und dann kriege ich noch schön den Wind hier mit an den Knie ab. Die sind jetzt nicht mehr geschützt. Ja, das ist schön angenehm. Du kannst sie auch noch komplett nach hinten setzen, auf den Sozius, wenn du groß genug bist. Dann kannst du sie nach vorne legen. Hauptsache sieht keiner. Au, 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 au. Jetzt kommen sie, Leute. Aber mit den Shoppers, die kannst du nicht grüßen. Das tut mir leid. Ich grüße dich immer mit dem Kopf. Immer mit dem Kopf nicken, das funktioniert. Shoppers grüßen eigentlich immer. Aber denen will ich das nicht antun. Weil wenn die da mit der Lenker ist, immer so ganz auseinander und dann sitzen sie schon so schlimm nach hinten hier lehnt, dann können sie die Hand nicht abnehmen und sonst machen so rechts weg. Also den werfe ich das nicht vor. Und ich Berliner schon wieder. Hörst du auf damit? Das geht auch richtig normal. So. Sprich Deutsch mit mir, mein Junge. Oh, oh, oh. Nicht gegrüßt. Habt ihr das gesehen? Hat nicht gegrüßt. Doch kein Rudelverhalten. Oder der hatte einfach zu dicke Eier. Alter, ich hatte gerade irgendwas am Helm getroffen. Das hat so gescheppert. Holy shit. Als ich gerade zur Seite geguckt habe, voll gegen das Ohr geknallt. Also da, wo das Ohr hinter ist beim Helm. Gut gescheppert. Da kommt nichts mehr. Ich hätte echt gedacht,
das ist eine gute Strecke, aber wir haben ja auch jetzt einige gesehen. Also wäre ich Motorradfahrer, ich wäre hier gefahren. Aber jetzt muss ich auch langsam mal gucken, dass ich wieder in Richtung Heimat komme, weil ich glaube, der Akku hält auch nicht allzu lange. Ich sehe es halt nicht. Das wäre halt natürlich vorteilhaft, wenn die Kamera vorne wäre, dann kann ich da in den Spiegel gucken, dann sehe ich, wie weit sie auch ist. Nicht, dass ich nicht mehr abmoderieren kann. Ach, guck mal hier, ich kann hier wenden. Muss gar nicht so weit reinfahren, die Scheiße. Ich kann direkt hier ruf und wird. Einmal im Korri. Ah, der Winkel ist geil. Und dann fahren wir wieder zurück. Und nach Möglichkeit. Boah, ich meinen Arm gerade verkrampft bei dem Drehen. Holy shit. Weil ich mich auch verlagern muss, damit ich nicht aus der Kurve fliege. So, und jetzt gucken wir auf dem Rückweg wieder, ob wir noch welche treffen, die jetzt gerade los wollen. Vielleicht haben wir ja Glück. Wäre natürlich doof, wenn wir jetzt nochmal Leute treffen, die wir schon gegrüßt haben. Oder? Grüßt man zweimal, wenn man sich sieht? Weiß das gar nicht. Schreibt's mal in die Kommentare. Grüßt man zweimal, wenn man sich sieht? Oder lässt man das sein? Ich habe mir die Maschinen gar nicht gemerkt. Aber wenn hier so eine 6er-Truppe wieder an mir vorbeifährt, dann müssten das ja die gleichen sein, die an der Tanke waren. Oder vielleicht doch nicht. Ich will in den Spiegel gucken, wenn Gegenverkehr kommt. Akku geht. Akku. Ich muss mir so ein Steuermodul holen für die GoPro. Das ist das Beste. Wo ich dann hier irgendwo ranmache und dann sehe ich, wie viel Akku das noch hat. Dann kann ich das auch von hier aus starten und kann auch von hier aus irgendwie so Bild gemacht. Wirklich eine Unwucht da drin. Vielleicht müssen die wirklich ausgewuchtet werden. Geht denn sowas? Macht man sowas bei Quadrädern? Bei so kleinen Rädern tut man die auswuchten? Weiß das gar nicht. Jedenfalls noch nie eins gesehen, wo Bleie dran geklopft waren. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber vielleicht ist das ja so. Vielleicht ist das wirklich die Unwucht, die einfach auf Zeit das hochwackelt. Aber es wäre so geil, wenn das Ding jetzt einfach gerade fahren würde und nicht mehr rumwackeln würde, ne? Premium. Aber es schaukelt sich halt hoch, ne? Also es kann halt wirklich sein, dass da eine Grundvibration aufgebaut wird, die sich dann zu einer vollen Wackelung entwickelt. Mal das Auto vorbeilassen. Zieh durch. Es regnet! Es regnet! Wir wollen nach Hause! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, ich werde nass! Und Motorradfahrer kommt mit gegen. Komm schon! Tu es! Ja! Er hat gegrüßt! Geil! Im Regen sind wir alle gleich! Nässe vereint. Jetzt muss ich aufpassen, dass die GoPro nicht die Linse total nass wird. Ja? Muss ich mal ein bisschen rüberflunschen. Hat Fahrt schon mit dem Regen? Was war denn das für ein kleines
Regelchen. Ein Minischauer. Wo kam das denn her? Und ich gebe dir Vollgas, weil ich denke, jetzt geht's los. Jetzt kriegst du den Abgriff. Jetzt hast du den Scheiß. So, bevor der Akku hier die Hufe hochmacht, würde ich sagen, wenn ich noch jemanden treffe, versuche ich es zu grüßen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, denn weiß ich, dass es euch gefallen hat. Und ansonsten schreibt mir in die Kommentare, freue ich mich super drüber. Und Abo dalassen, dann seid dabei, wenn ihr was Neues kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.